Ja, ein Zusammenhang zwischen dem rein Gesagten in einem Ibiza-Video, das 2017 offenbar gedreht wurde, und dem Wirken in einer Regierung. Dieser Zusammenhang, sehr geehrte Damen und Herren, drängt sich zwingend auf. Und es war Heinz-Christian Strache, der im Ibiza-Video mit einer eindeutigen Handbewegung zu den Casinos Austria, nämlich sozusagen den Hals abgeschnitten werden sollte, mit einer eindeutigen Handbewegung das signalisiert. Und diese Szene damals wird von Medien beschrieben, die das im Video damals gesehen haben. Und da sagt Heinz-Christian Strache laut diesen Medienberichten: Wir sind gegen das Monopol. Dieses Monopol wollen wir aufbrechen. Und ich zitiere Strache weiter: Dort, wo wir in der Privatisierung einen Vorteil sehen, wollen wir Dinge privatisieren und verkaufen als Staat. Ja, weil wir ja bestimmen, was wir verkaufen und was nicht. O-Ton Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. Was kommt jetzt dazu? Im Zusammenhang mit Glücksspiellizenzen, sehr geehrte Damen und Herren, sagt Strache das vermeintliche, oder sagt das zumindest gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchin in diesem Video, dass es da auch für sie, für diese russische Oligarchin, eine Möglichkeit gäbe. Ja, wenige Monate später hatten Heinz-Christian Strache und die FPÖ jedenfalls genau diese Möglichkeit für sich und für ihre Partei. Und fest steht, sehr geehrte Damen und Herren, Strache konnte seiner persönlichen Machtgier ebenso wenig wie offenbar wie die Impulse beim Benutzen seines Handys nicht widerstehen. Und wir alle kennen die SMS-Irrläufer des ehemaligen FPÖ-Chefs zur Nationalbank. Sie erinnern sich, der nicht nur an Parteifreunde ging, und es war in der Zeitung zu lesen, und das Zitat Strache damals in dieser SMS: Wie sollen wir einen vierten Direktor argumentieren, wenn dieser keine Arbeit mehr hat? Sie wissen, worum es damals ging, um die Machtübernahme in der Nationalbank. Ja, wo stehen wir jetzt? Es gibt viele Chatprotokolle und jeden Tag werden sie mehr. Und die veröffentlichten Protokolle in der Casinos-Affäre gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Im März 2019 wurde ein FPÖ-Bezirksrat zum Finanzvorstand der Casinos Austria bestellt, obwohl ihm ein Personalberater fehlendes Know-how und Eignung attestiert hatte. Aber dem nicht genug, soll es auch ein Angebot, und das ist das wirklich Signifikante und Dramatische an dieser Geschichte, aber dem nicht genug soll es ein Angebot für ein Gegengeschäft gegeben haben. Und dieser Verdacht des Gegengeschäftes, sehr geehrte Damen und Herren, wiegt sehr schwer. Die Staatsanwaltschaft... Und es ist nicht die SPÖ, es ist die Staatsanwaltschaft dieses Landes, die von einem Verdacht spricht, dass zwischen Verantwortlichen eines Glücksspielunternehmens und Amtsträgern der Republik Österreich im Gegensatz für die Besetzung eines bestimmten Kandidaten die parteiische Vergabe von Glücksspiellizenzen vereinbart wurde. Vereinbart formuliert geht es um den Verdacht Postenvergabe gegen Casinolizenzen. Ein schwerwiegender Verdacht. Das heißt, bessere gesetzliche Rahmenbedingungen für ein bestimmtes Glücksspielunternehmen. Und bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, Sie wissen, können zu mehr Gewinn dieses Unternehmens führen. Das war offenbar das Ziel des Deals aus Sichtweise des Unternehmens. Und es ist schon verwunderlich, dass genau die selbsternannte Heimatpartei FPÖ, wo dieser Verdacht im Raum steht, ein Unternehmen schwächen wollte, an dem die Republik Österreich beteiligt ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und es stellt sich nun vor allem auch noch eine weitere brisante Frage: Was wusste der Koalitionspartner ÖVP? Und im Vorfeld der Postenvergabe gab es laut veröffentlichten Chatprotokollen ja Kontakte auch zwischen dem Präsidenten des Aufsichtsrats der KASAG und dem damaligen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger. Und es gab, und das legen die anderen Protokolle auch nahe, auch Kontakte zwischen dem Kanzleramtsminister Gernot Blümel und der Novomatic.
Ja, und es soll auch kurz vor der Bestellung des FPÖ-Politikers zum Kasach-Vorstand ein Gespräch im Bundeskanzleramt mit Novomatic stattgefunden haben. Nicht irgendwo, sehr geehrte Damen und Herren, im Bundeskanzleramt. Ja, ist so ein Gespräch verwerflich? Nein, natürlich nicht. Ein Gespräch dieser Art ist per se nicht verwerflich. Das kann man klarstellen. Aber eines ist verwerflich und eines drängt und macht diesen Verdacht schwerwiegend und groß. Und das ist der zeitliche Zusammenhang, sehr geehrte Damen und Herren. Und jeder Tag, der vergeht, wirft einen Verdacht mehr auf und wirft eine Frage mehr auf. Das alles ist zutiefst aufklärungsbedürftig. Und wir werden dafür sorgen, dass diese Aufklärung erfolgt. Wie war vor einem Jahr noch zu lesen, neuer Stil, exzellentes Koalitionsklima, unerschütterliches Vertrauen, türkisblau. So haben hochrangige Vertreter der Regierung die Zusammenarbeit damals zwischen ÖVP auf der einen Seite und der FPÖ auf der anderen Seite beschrieben. Das heißt, eine Frage liegt vor all dem mehr als deutlich auf der Hand. Gab es im Zuge der Casinos-Causa auch eine so gute, vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ? Sie haben heute die Gelegenheit, in der Debatte, in dieser Sondersitzung genau auf diese Frage Antwort zu geben. Inwieweit Ihr vertrauliches Koalitionsklima auch auf diese Verdachtsmomente, die in den letzten Wochen und Monaten zutage getreten sind, zu geben. Aber Antworten erhoffen wir uns im Rahmen der heutigen Sondersitzung und der dringlichen Anfrage auch vom Finanzminister der Übergangsregierung, der ja jetzt dort die Verantwortung trägt. Der Finanzminister ist Eigentumsvertreter der Republik und hat in dieser Rolle natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Er hat die Aufsicht und seine Aufgabe ist es vor allem, sich auch über die Vorgänge in der ÖBAG laufend zu informieren. Und wir wissen, das Finanzministerium muss daher alles selbst das größte Interesse daran haben, dass diese Aufklärung so lückenlos wie möglich geschieht. Das heißt, Sie müssten ein großes Interesse haben, uns in dieser parlamentarischen Aufklärung, in dieser Causa zu unterstützen, als jetzt verantwortlicher Finanzminister. Ja, weil auch gegen den heutigen Vorstand der ÖBAG, der Beteiligungsgesellschaft, der damals um das mögliche Gegengeschäft noch Generalsekretär im Finanzministerium war, gibt es, wie Sie wissen, auch Ermittlungen. Es sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Er stand laut Chatprotokollen in sehr, sehr engem Kontakt damals mit Novomatic. Und spätestens jetzt sollte uns allen der Ernst der Lage mehr als bewusst sein. Denn was heißt denn das alles? Diese ganzen Verdachtsmomente, dieser Verdacht der Untreue, des Amtsmissbrauchs, der Bestechlichkeit. Es heißt, dass die ÖBAG praktisch handlungsunfähig ist derzeit. Das ist nicht irgendein Unternehmen, das ist ein staatliches Beteiligungsunternehmen, handlungsunfähig. Und die Casinos Austria, die sind in einer wahrlichen Krisensituation, sehr geehrte Damen und Herren. Was ist die Lösung? Die Lösung kann nur sein, schonungslose Aufklärung. Das Vertrauen in der Bevölkerung können wir und müssen wir dadurch herstellen, dass wir tabulos aufklären, und zwar offen und unabhängig. Und sehr geehrter Herr Finanzminister, Sie sind ein Experte an der Spitze des Finanzministeriums und haben heute auch die Chance, alleine durch Ihre Unabhängigkeit als Mitglied einer Übergangsregierung quasi Ihre Unabhängigkeit deutlich zu machen und Ihren Beitrag für diese aus meiner Sicht unabdingbare und notwendige Aufklärung zu leisten. Wir das Parlament, werden jedenfalls unseren Beitrag dazu leisten. SPÖ, Grüne und NEOS haben sich, und Sie wissen das bereits, für einen Untersuchungsausschuss in dieser Causa ausgesprochen. Und dieser Schritt ist aus unserer Sicht unausweichlich.
Da muss endlich Licht ins Dunkel gebracht werden. Das hat sich nicht nur dieses Hohe Haus verdient, das hat sich die Politik verdient, das haben sich vor allem die Österreicherinnen und die Österreicher verdient, die ihr Vertrauen einmal mehr verloren haben in die Politik, in staatliche Institutionen. Die Fragen, die sich hier stellen und die aufgeklärt werden müssen, sind nämlich: Gab es tatsächlich Gegengeschäfte? Inwiefern und welche Regierungsmitglieder haben bei diesem Casino-Deal denn mitgespielt und haben sie diesen Deal sogar ganz bewusst befördert, koordiniert, mitorganisiert, die Fäden gezogen oder sind sie nur informiert worden? Und ich sage, diese Fragen und noch viel mehr müssen beantwortet werden. Je schneller, desto besser. Weil Verantwortung heißt eben nicht nur dafür verantwortlich zu sein, was man tut, sondern Verantwortung heißt auch, für das verantwortlich zu sein, was unterlassen wird, sehr geehrte Damen und Herren. Und in diesem Sinne muss nicht nur die juristische, die rechtliche Verantwortung, die strafrechtliche Verantwortung dieser Vorwürfe geklärt werden. Das läuft und das ist gut so und da habe ich vollstes Vertrauen in die Justiz, dass das gut funktioniert. Aber es ist unsere Aufgabe hier im Hohen Haus und im Parlament und unsere Verantwortung der Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, auch die politische Verantwortung dahinter lückenlos zu untersuchen, lückenlos aufzuklären. Und das schulden wir der Bevölkerung, den Wählerinnen und den Wählern. In diesem Sinne unterstützen Sie uns bei dieser Aufklärung. Vielen Dank. Die dringliche Anfrage zu dieser Sondersitzung beinhaltet 94 Fragen an Finanzminister Eduard Müller. Er wird als Nächster das Wort ergreifen. Die heutige Sondersitzung ist nicht nur heute interessant, sie wird auch schon einen Vorgeschmack geben, was der im Raum stehende Untersuchungsausschuss zur Causa Casinos Austrias untersuchen wird oder soll.